Hi, hier ist der Frank vom foodbloghamburg.de. Wir haben uns überlegt, dass wir gerne mal eine Nachspeise mit der Dalgona-Creme machen wollen. Und das machen wir jetzt heute. Außerdem machen wir die Dalgona-Creme nicht mehr mit weißem Zucker, sondern mit einem Zuckerersatz, was super funktioniert und ganz gut für unsere schlanke Linie ist und überhaupt auch viel gesünder, als wenn man sich ewig da den Zucker reindrescht. So, ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet, das hole ich jetzt mal raus und dann geht's gleich los. Wenn ich für jedes So, was ich am Anfang meiner Sätze sage, 5 Euro kriege, wäre ich schon Millionär. Ich will mir das jetzt mal abgewöhnen. Ich habe mal etwas vorbereitet und zwar haben wir schon mal mit 3 Eiern, weißer Schokolade, ein bisschen Erythrin, das ist mein Zuckerersatz. Und was haben wir da noch reingetan? Sahne. Ja. Ein Mousse au Chocolat Blanc, also in Weiß, vorbereitet. Da ich ja dummerweise so ein bisschen auf Kakao reagiere, halt weiße Schokolade ohne Kakao. Das Ganze ohne Zucker. Das werden wir jetzt hier reinfüllen, 2 Schichten und dazwischen tue ich so ein bisschen Cranberries. So, wollen wir mal starten. Mal vorab was für die Verständnis meiner Videos. Ich habe jetzt in letzter Zeit sehr häufig Leute, die mich anschreiben, weil sie gerne Mengen wissen möchten. Unten in der Description Box ist eine Einkaufsliste. Wenn ich gut war, ist da schon das ganze Rezept mit bei. Diese Einkaufsliste könnt ihr euch auch als PDF ausdrucken und zum Beispiel mit zum Einkauf nehmen. Oder wenn das Rezept mit dabei ist, kann man sich das natürlich auch hinlegen und kann danach so ein bisschen arbeiten. Also unten in der Description Box ist das. Das komplette Rezept zu dieser Schokocreme ist auch unten schon drin. Das jetzt gleich, wenn das hochgeladen ist, findet ihr das sofort. Nicht so wie sonst. Sonst ist da mal so ein bisschen zeitversetzt. Heute habe ich aber erst das Rezept geschrieben. Dann habe ich das hier vorbereitet, weil das muss auch eine Stunde in 1 bis 3 Stunden in Backofen, hätte ich beinahe gesagt. Nee, das Gegenteil, in Kühlschrank. Und in der Zwischenzeit habe ich das schon mal runtergeschrieben. Aber für eine erste Schicht ist das schon ziemlich viel, oder? Finde ich auch. So, dann tue ich da jetzt eine Schicht von meinen Cranberries rein. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wie kommt der jetzt dazu, jetzt mit Zuckerersatz zu arbeiten? Ganz einfach, wir haben jeden Tag Dalgona-Kaffee getrunken und das ist schon sehr viel Zucker, den man sich dann da so antut. Und da habe ich mir halt überlegt, das muss ja auch ohne den Zucker gehen. Aber nicht irgendwie so diese anderen Varianten, die so im Internet da rumfliegen, wo man irgendwie die Krise kriegt. Und das ist dann kein Dalgona mehr. Also ich mache jetzt nach diesem Video noch ein zweites Video. Da werden wir einen Dalgona-Kaffee vorbereiten. Oder nicht vorbereiten, einen Dalgona-Kaffee machen. Auch damit. Und der schmeckt genauso gut, wie wenn man den mit Zucker macht. Es fehlt natürlich so ein bisschen dieser Zuckerkick, den man immer von diesen Mengen an Zuckern bekommt. Aber das finde ich nicht so schlimm. Ja. Nee, nicht so süß, aber schmeckt trotzdem klasse. Also ich finde den Geschmack, der ist dem ebenbürtig. So, jetzt mache ich eine zweite Schicht da oben drauf und da machen wir dann gleich ein großes schönes Topping in Dalgona. Die Dalgona Creme, die macht uns dann Jajok gleich wieder, weil die kann das einfach besser als ich. So haben wir alle halt unsere Aufgaben und ja, dann haben wir gleich verhältnismäßig zügig hier ein schönes Dessert gemacht. Sehr schön. Schnitt. So, jetzt nehme ich 2 Löffel Instant Kaffee. So, und dann mache ich mit der heißes Wasser
Teig. So, muss richtig umrühren. Dann wird alles so gelöst. Genau, alles richtig schön auflösen. Ja, genau. Jetzt haben wir den Instant-Kaffee und den Erythrin zusammen und jetzt schlagen wir das eben schnell auf. So, dann ist er jetzt auch fertig. Klasse. Das geht ja immer super schnell bei Jajuk und sieht ja auch klasse aus und hat genau die richtige Konsistenz. So, dass man das hier oben drauf schön verteilen kann. Geil. Oh, das riecht schon wieder richtig geil, ja. So. Jetzt, wo ich hier gerade so am Machen bin, kann ich ja mal wieder eine Runde ablästern. Also, es ist ja immer noch Covid-19-Zeit. Ist es eigentlich so schwer, sich immer noch daran zu halten, dass man Abstand halten muss und dass man einen Mundschutz tragen muss? Es muss irre schwierig sein, das zu machen. Weil eben beim Einkaufen auch wieder. Die Leute stehen einen auf den Hacken, es wird sofort aufs Band geschmissen und die Leute, die Hälfte der Leute, die da rumrennen, haben den Mundschutz echt unter der Nase kleben. Ich kann das immer irgendwie nicht verstehen. Muss ja echt schwierig sein. Ob die Leute mit ihren Sachen zu Hause auch so flusig sind und ob denen das auch zu Hause alles so scheißegal ist? Also, mal ganz ehrlich. Wenn wir eine zweite Welle kriegen, ne? Und hier die ganzen Geschäfte alle wieder zugemacht werden und alle arbeitslos werden, können genau die Leute mal in den Spiegel gucken. Dann sehen die nämlich, wer schuld ist. So, Schluss mit Politisieren für heute. Und eigentlich auch Schluss mit unserem Dessert. Ich finde, das sieht tippitoppi aus. Findet ihr es gut? Ich finde es ganz geil. Sieht so richtig gut aus. Das tue ich jetzt noch mal für eine halbe Stunde oder eine Stunde im Kühlschrank. Und dann dürfen wir das mal essen. Und es ist kein Zucker drin. Also 0 Kalorien von Zucker. Natürlich auch keine Glückshormone, die Zucker uns bereitet. Aber ich glaube, damit können wir auch alle fertig werden. So, sollte unsere Idee euch gefallen haben, abonniere uns. Wenn du es noch nicht hast, gib uns einen Daumen hoch. Hast du irgendwelche Fragen oder Anregungen oder willst du mir aufs Maul hauen, weil ich gerade mich so schön mit Leuten aufgeregt habe, darfst du natürlich auch gerne unten tun. Ja, dann sagen tschüss. Und Frank vom footblockhamburg.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.